Hallihallo, Hallöchen, hier ist euer Bloody Backpacken und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ja, diesmal wieder alleine. Eventuell kommt noch jemand dazu, schauen wir mal, aber Grauwolf hat keine Zeit, weil das gerade mal mitten in der Woche ist und die Arbeit und Privatleben geht eben voraus, ne? Gut, die Folgen an dem ist aber bald, denke ich mal, losgehen mit dem Grauwolf zusammen und dann geht es weiter an den Bahnhof. Okay, erstmal mal kurz Musik einschalten. Von Skybeats bzw. von Black Ink ist hoffentlich noch bei mir im Kanal verlinkt. Müsste eigentlich. Gut, beim letzten Mal, also nicht beim letzten Mal, sondern beim Livestream, der eigentlich ganz gut funktioniert hat, war schon recht zufrieden. Da haben wir ja, da habe ich ja, wie gesagt, den Skelett-Spawner gebastelt hier drüben, ne? Das war der hier. Zwar den Skelett-Spawner, den schwarzen Skelett-Spawner. Oh, das Skelett ist mittlerweile verschwunden. Interessant. Hier war nämlich vor uns noch eins drin. Wo es hin ist, keine Ahnung. Und zwar habe ich das bei dem Enderman hingebaut, das ist ja ganz rechts. Und da haben wir ja diese schwarzen Skelette wegen den Widder, also die Widder-Skelette. Und die habe ich ja deswegen gemacht, wegen den Widderköpfen. Guck, hier ist er noch. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist dieses Teil, was dann hier alles heranzieht. Ne? Ich weiß nicht, wieso. Ob ich irgendwas zu viel abgebaut habe oder so. Ob das Teil auch ein Redstone-Signal braucht. Ich weiß es nicht. Theoretisch nicht, weil aktiv ist es ja. Seht ihr das? Keine Ahnung. Oh, jetzt haben wir schon 6 Skelettköpfe. Und das heißt, wir könnten uns jetzt schon 2 Widder bauen. Via FZ. Aha. Keine Ahnung, nach einem Update vom Server und so weiter ist alles ein bisschen anders geworden. Keine Ahnung. 13:30, schauen wir mal, ob das stimmt. Gut, nichtsdestotrotz, das werden wir erstmal wieder abschalten hier. Das letzte Skelett lassen wir noch ummuchsen. Gut. So. Ja, der Pool hier unten füllt es auch schon ganz bitter. Gut, bevor ich mir aber diesen Witter mir hier hole und dann damit im Endeffekt anfange dann den Widder mir zu holen, also dann zu spawnen zu lassen. Via FZ. Egal. Brauche ich definitiv eine bessere Waffe, weil diese Waffe, ja, macht zwar 9 Herzen, aber es gibt noch eine Waffe, die ist besser. Ne? Und die werde ich mir jetzt auch bauen. Gucken wir mal, ob ich das hinkriege. Genug Quarz haben wir ja da für die Schärfe. Müsste ja passen. Und ja, der Saugkraftraum steht immer noch, also unweiter gebaut, ne? Weil wir möchten ja erst die Zugstrecke ein bisschen bauen. So, währenddessen habe ich auch mal übrigens meine ganzen Wegpunkte wieder. Ne? Alle wieder da. Die habe ich wieder eingefügt. So, du existierst auch noch und du hast schon 2500 Kakteen drin. Kaktusse gibt es ja gar nicht, ne? So, und hier von Sephiroth, der hat auch noch so eine Kaktusfarm gebaut mit via Minecraft. Und ja, ist auch full. Gut. Ich wollte, so, erstmal gucken, wie viel Lava haben wir hier drin? Die Lava ist voll. Was haben wir da drin? Molten, Obsidian, Kobalt, Aluminium, Eisen, geschmolzenes Kupfer und Blut. Wieso ist ein Blut hier drin? Das muss jetzt keiner verstehen, oder? So, Molten, Obsidian. Okay, was ich noch nicht habe, ist bestimmt in dem Blockauslass. Genau, den werde ich mal noch schnell installieren. Dass man zumindest dann auch mal Blöcke herstellen kann. So. Und zwar ist das nicht Applied Energistics, sondern Tinkers Construct. Ich schreibe doch mal Tinkers voll falsch, ne? So, und zwar ist das der Ofen. Und zwar brauchen wir, ich sag immer noch wir, und ich lasse es jetzt auch dabei. Smelt Controller,
Smelt Train. Das brauchen wir immer, haben wir nicht mehr da. Ich habe aber irgendwo. Oh, Zucker ist auch ganz gut gewachsen. Ich habe aber irgendwo. Habe ich. Doch die schwarzen. Ich hatte doch die Steine dazu, oder? Wie nennt die sich? Und zwar diese Search Bricks. Nö. Interessant. Weil die brauche ich nämlich dafür und da brauche ich die Crowd und dazu brauche ich das hier. Könnten wir jetzt noch welche herstellen? Ja. 8 Stück. Na Halleluja. Gut, das heißt gar nichts. Aloysmelder? Nee, im Ofen. So, dann kann man die mal durchschmelzen hier. Im kleinen System zuführen. Genau. Im Endeffekt brauche ich ja nicht viel. Ich brauche ja eigentlich nur diese Casting-Basin. Gut, habe ich nicht da. Lieber mal geguckt, als dann zu viel gemacht. So. Dann diese Search, also diesen Auslass hier. Ist schon durchgeschmolzen, ne? Okay. Da brauche ich Sand. Sand. Sand kann ich mir ja craften. Ich müsste ja noch genug Cobblestone da haben, oder? Also wenn ich das mal ausgehen sollte, lese ich auch nicht. So. Sechs Stück. Das war der Aloysmelder. Zack. Ja, also Livestream muss es bei mir jetzt immer mal geben. Von verschiedenen Games. Schauen wir mal, ob das dann auch alles so wird. Also, mindestens werden tut es schon, aber ob das auch so gefällt. Also, ich habe selber heute mal zugeschaut. Bei mir im Livestream, komischerweise funktioniert das. Also ich bin recht begeistert von der Telekom. Hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert hat. War ich recht erstaunt, dass mit meiner Leitung das machbar ist. Ne? Also es hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Da können sich zum Beispiel mal manche ein Beispiel dran nehmen. Ne? So, zum Beispiel mal 1 und 1 und so, ne? Also, ja, es wird dann sowieso besser funktionieren, wenn dann die schnellere Leitung dann da ist. Das dauert aber noch eine Weile bei mir. Aber währenddessen kommen wir so, wie es jetzt aussieht, erstmal damit zurecht. Zumindest für kleine, schnelle Projekte wird es funktionieren. Können wir schon mal ganz gespannt sein. So, haben wir ein neues Buch bekommen, das haben wir eigentlich schon lange. Egal. Ach stimmt, wir hatten ja damals, ich hatte das Ding ja damals gefunden. Also ich habe das ja damals abgebaut. Und das Teil, das bauen wir jetzt hier hin. So. Du kommst da hin. Jetzt müsste es wieder alles da sein, ne? Genau. So, dann kommt hier noch was hin und dann brauche ich noch einen Hopper. Und als nächstes, wenn ich das Teil falsch gebaut habe, tue ich mal was bevorzugen. Weil das wollte ich schon lange bauen, das wollte ich eigentlich auch im Livestream bauen, aber das habe ich total vergessen. Und zwar muss ich jedes Mal hier runterrennen. Und ja, das möchte ich im Endeffekt nicht mehr. Denn es ist anstrengend. Es ist wirklich sehr anstrengend. So, erstmal bauen wir einen Hopper. Und da möchte ich das im Endeffekt gerne sozusagen mir eine Wireless-Station bauen. Also eine Wireless. Ja, halt einen Chest brauchen wir noch. Haben wir noch in dem System drin? Chest, Chest, Chest. Ja, ne. Machine Casing, klar. Hier haben wir noch Eisen-Chest, die reicht voll aus. So, da ist jemand. Und zwar der Tommy. Grüß dich. Jo, grüß dich. Und auch an alle Zuschauer. Grüßt euch.
Ja, da Tommy, wer meine ETS-Folgen verfolgt oder gesehen hat, wird sehen, was mir jetzt tiefer. Dass der Tommy sozusagen einer meiner Mitfahrer ist und was er denn so Schönes macht, könnt ihr gerne mal bei mir auf dem Kanal gucken oder in die ETS-Videos gucken. Die sind sehr interessant. Sehr zu empfehlen. Ja, sehr lustig, die Folgen. Das stimmt. So, du dahin, du dahin. So, den Hopper hier dran. Genau. So. Du, erstmal nach oben. So. Jetzt brauchen wir erstmal eine Leitung. Und zwar ist ganz neu. Hoffentlich stürzt man das Spiel jetzt nicht ab. Nee, ist ganz neu. Gibt es von Thermal Expansion die Thermal. Und zwar sind die Item, die Fluid Ducts und die Item Ducts, also die ganzen Thermal Expansion Pipes, sind wieder mit dabei. Seit der Version 1.1.1. Und das ist das Wahnsinn. Also, ich bin echt erstaunt gewesen, dass das hier in dem Pack mit drin gelandet ist. Und ja, die werde ich mir jetzt auch bauen. Und zwar diese Item Ducts, die stinknormalen Item Ducts, die reichen mir völlig aus. Und zwar brauche ich Zinn und hartes Glas. Ne, das Und das sind ja habe ich dann sogar die da. Dings. Nochmal für die normalen Item Ducks muss. Ja, die Item Ducts gab es ja bis Version, also Diver 20 Pack Version 1.05. Gab es die ja gar nicht. Ne, also. Aber Tunnel Dynamic ist auch drin. Ja, das Habe ist ich gerade drin. gesehen. Seit der letzten Version, ne? Meinst die Pipes sind Journal Dynamic, oder? Genau, die sind seit dem letzten Update drin. So, jetzt muss ich trotzdem nochmal hoch. Ach Mensch. Ich muss ja mal noch Die wenigstens meine Dings kannst du holen. auch mit Tin und also Zinn und Blei. Ach, da spielt noch jemand in Deutsch. Ja, ich bin mal in Deutsch. Ich spiele Minecraft in Englisch. Tin ist Tin und Blei ist Lead. Also Lead brauchst du einen in der Mitte und Tin links und rechts daneben. So, nichtsdestotrotz, dann gucken wir mal. Ist billiger wie Hartenglas. Das stimmt. Sind zwar dann nicht durchsichtig, das wir Das müssen ja macht ja nicht nichts. unbedingt So, und wie man das noch durchsichtig kennt, sein. Rechtsklick drauf machen hier. So, dann tun wir mal hier eine Kiste drauf und hoffen, dass das funktioniert. Lassen wir mal Glaube, ich kurz den habe hier gerade. Obsidian-Block ab. Glaube, ich habe hier gerade nichts Neues gefunden. So, und im Hopper ist es drin. Aber es kommt nie raus. Muss ich mir was überlegen. Ach ja, ihr hattet gefragt nach Welt-Download, ob es die Welt mal zum Download bereit steht. Ja. Wird's geben? Du hast du schon mal gesagt, oder? Hast du das gesagt? Brauchst du eine Truhe? Ich habe ja Nee, gerade eine Truhe alles. gefunden. Kannst dir mal ausräumen. Ist ja nicht So, mehr dann drin, brauche ne? ich die harten Filter. Ich brauche erstmal einen Basic-Filter. Oh Gott. War bestimmt Silverrot dran an der Truhe. Ich kann die sogar herstellen, interessant. Oh, hier ist ein Wurf. So. Diese Basic-Filter, das ist nämlich neu. Diese Filter sind jetzt, waren früher, waren die immer an den Pipes dran und jetzt sind die getrennt. Also, irgendwer hat hier die Metairie aus dem Dorf geklaut. Okay, so. Ist es drin gelandet? Nee. Nee. Okay, kann man die noch irgendwie upgraden? Gucken wir mal. Ja, kann man. Da kann man Jetzt dann wüsste ich, die haben Filter, sogar eine Playlist, Apotheke. Metadata, MPT, Diktionemod. Nee, ich brauche ja eigentlich nur.
Ein Hortonfilter, Filter, Blacklist, Metadata, okay. Also mit Shift gedrückt halten bei den Teilen ist so geblieben. Da kann man einfach gucken, was man machen kann. Mit dem Basic Filter ist eigentlich nur Filteroption Blacklist. Und Fluid Pipes ist NPT Data. Okay. Was Okay, sind die hier? Nehmen wir mal ein Obsidian so raus. geschehen? Nein, nicht hierher sitzen. Egal. Das ist dunkel, ne? Also ich bin Was? mir jetzt total unsicher, wo ich hier gerade bin, ob das wirklich zu dem Dorf gehört. Nämlich ist das ein Ziegelsteinbude, wo eine Gleisanlage drin ist. Aha. Sogar mit so einem Prollbock. Ja, das gibt's in dem Dorf und mittlerweile auch drinne. Das ist für mich ganz neu. Oh, hier geht's weit runter. Oh, hier sind ein Haufen Dorfbewohner. Da könnte ich mich sogar niederlassen. Oh, ich wollte ja Wüstenbio. Hey. Ah ja, ich nehme übrigens nicht auf. Ist kein Problem. Nur so zur Nebeninfo. Irgendwie funktioniert das gerade nicht. Das ist gerade ein bisschen schade. Was ist denn für ein Problem? Die alten DAX wollen nicht so funktionieren, ich muss danke. Ich weiß nicht, ob die mit dem Redstone-Signal funktionieren. Da muss ich mir erstmal kurz ein bisschen Holz irgendwo holen. Da ist doch Eine keine Holzform da draußen. Pneumatics. Bitte dann Was? nein, nein kannst. Warte mal, ich brauch erstmal. Ich versuch's mal noch mit dem. Die komischen Disketten da. Na, ich weiß schon. Was da aussieht wie eine Diskette. Nö, sonst muss ich mir mal Conduits, und zwar die Item-Conduits mitnehmen. So, da brauche ich aber dich dazu. Und wie ihr seht, meine Taschen sind schon wieder voll, ey. Geht kaputt, ey. Wahnsinn hier. Bin kurz vorm Verhungern. Also dort Pneumatik sauber. Aus zwei Glas, zwei Eisen, ein Redstone. Da machst du halt mit dem Hebel. Mit dem Hebel ja, an und ich probier's mal aus. Beim Pneumatik weiß ich, dass man extra sagen kann, die Items sollen durchgehen und die nicht. Ich halt bei den Pneumatics ganz gut. Da kann man sogar als Matrix ganz da automatisieren. Naja, ich weiß schon. Das ist der hier. Ich glaube, ich lasse mich hier auf einer Insel nieder. Hier gibt es nämlich auch Inseln. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Oh, ja, das wahrscheinlich wusste ich schon. Schon. Nö, nö. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Ja, der Vorteil bei den Inseln ist, du kannst das ja als Nahrungsquelle benutzen. Ach, es gibt ja das Ganze nochmal. Bin ich. Ich bin da auch ein Held, oder? Ich bin ein ganz großer Held. So. Ganze nach unten. Da, zack. Ich bin auch Held, ich hab auch die falschen Dinger gebaut. Die falschen Filter, das sind doch Filter, die nach innen gehen. Was ich gerade gefunden habe. Hm? Arbeitswaggon. Eine Melonenkerne. Ein Brot. 5 Eisen. 8 Stahlbarren. Das schwirrt ja an viel rum. Gewöhnlichen Gürtel. Und dann. Ihr seht, es gibt ja Basic-Filter, also es gibt Filter, die gehen, die Öffnung ist nach oben und die Öffnung geht dann, gibt es Filter, die Öffnung geht nach unten. Sprich, ne, also ich habe bestimmt wieder mal die falschen gebaut. Könnte ich doch voll wetten hier. Wie die falschen? Es gibt doch zwei verschiedene. Es ist wie damals, wo das noch alles integriert war, die Pipes, könntest du doch einen Ausgang definieren. Jetzt hast du die Filter, also die Dinger ja extra. Also sprich, jetzt musst du dir entweder das eine oder das andere bauen. Jetzt hast du die ja nicht mehr in den Pipes drin.
Das kennst du Klippe gar nicht, ja? Jetzt nichts. Ich hab Basalt gefunden. Das ist schön. Den großen Lavafluss davor. Ungefähr. Ah, das funktioniert. 578 Meter von dir. So, und das Ganze bitte noch mit dem Redstone. Das Öl. Gibt's auch noch die. Das sieht Schlocke aus. Ja, ist ja Schlocke. Die tun alle 3 Sekunden. Okay, das macht er nicht. Naja, gut, dann lass schon eben das Ding hier unten stehen. Mit Schalter. Ist auch Bärenbücher, soll ich ein paar Bärenbücher sammeln? Ach, da haben wir schon genug davon. Okay. So, und du bist drin. Sehr schön. So, haben wir das gelöst. Geile Sache. So, jetzt tun wir das ganze Obsidian ablassen. Zumindest versuchen. So, zack. Und der Hopper drinne ist ja im Endeffekt als Puffer, ne? So ist es ja nie. So, müsst ihr eigentlich auch hier ankommen? Meinst du mich jetzt? Was? Ah, ne, du redest da mit deinem Zeug. Nö, nö. Wir sind unter Wasserdorf. Okay. Oh, mach mal ein Stück Holz ab hier. Ah, dein brennt. Und da war noch mehr. Und. Muss jetzt keiner verstehen, oder? Wieso gibt mir da jetzt das Archivment nicht? Dreimal auf Holz kloppen, ich hab doch dreimal auf Holz gekloppt. Was ist das falsche Holz? In Holz. So, jetzt bleib ich hier unten. In Hopper ist es drinne. Aber hier nicht. Ein Unterwasserdorf. So. Ach, das tut er nur alle 3 Sekunden. Oder so. Ah. Das tue ich offline nochmal ändern, eventuell. Oder falsch im nächsten Livestream. Schauen wir mal. Oh, da klopft jemand auf Holz. Gut, nichtsdestotrotz. Ich hatte ja was vor. Und zwar hatte ich ja vor, mir eine Wireless-Fernbedienung zu basteln. Für mein Vorhaben. Erstmal meine ganzen Taschen hier ausleeren. Das war zumindest noch spaßig bei mir, diesen Item-Filtern hier. Wenn wir dann die Schienenproduktionshalle bauen, wird das richtig lustig. Bin ja gespannt. Ah, okay, wir regnen alles. Ich hab sogar so einen komischen Lehrlingsring. Lehrlingsring, oh, nicht schlecht. So, Lava ist noch da. Okay, und zwar. Applied Energistics. Kennst du Applied Energistics? Nee, wa? Dacht mir was doch. Ja. Ah ja, das ist hier das ME-System. Genau. Gut, und zwar brauche ich eine Dense Energy Zelle, also eine Energiezelle. Und dazu brauchen wir Energiezellen, die normalen 2, 4, 6, 8 Stück. Und die machen wir so. Das ist schon mal ein wahnsinniges Rezept wieder. Die werde ich mir versuchen, automatisch herzustellen. Beim letzten Mal haben wir ja die Teile hergestellt hier. Wenn es die tragbare Energiezelle. Ja, oder? Nur von. Nee, die. Oh, das ist die ID 4102. Damit kannst du eher was anfangen. So, die tun wir auch unten hier. Modular Assembler, der ist langsam full. Ach, die ungültige Schablone. Gucken wir mal, können wir hier noch was machen? Eine Schablone. Keine Energiezelle. Wird schon wieder dunkel draußen. Nein, ich hab's Rezept gelöscht, egal. Ach stimmt, ich hab's kaputt gemacht. Ach Gott.
So, dann haben wir denn noch eine Möglichkeit, jetzt anzuschließen? Bestimmt, oder? Mal die Flügel wieder ansetzen hier. Können wir zumindest wieder doppelt springen. Ach, ich bin noch ein Dussel, das hab's kaputt gemacht. So, geht's wieder oder geht's nicht? Eigentlich brauche ich auch nur eine Axt. Ach, die leuchten ja durchgehend. Ich habe mich schon gewundert, warum ist so wenig. Und guck, ob alle Rezepte da sind. Da müssten eigentlich sein. Genau. Ich habe mich schon gewundert, warum, weshalb, weswegen hier so wenig. Ach, Mensch, jetzt muss ich das irgendwas mal in Ordnung bringen. So, dann brauchst du diesen komischen Netzwerk. Genau, dich brauchen wir. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Und zwar. Du musst dich erstmal, du bist voll. Das Ach stimmt, du machst ja die Hebel ganzen Frames. sieht doch wie eine Kette aus, das Ding. Night Vision. Warte, komm sogar. Das ist immer geil. Habe ich hier noch in den Kontaktdings habe ich hier nicht drin. Okay. Kannst du mal bitte schlafen? Dann machen wir das Ich fürchte hier mich im dran. Dunkeln. Das funktioniert. Machen wir dich ab und hier dran. Das geht nicht. Warum mich auch noch nicht? Stahl ist ja wertvoll, gell? Jo. Ja, schon. Weil ich das nämlich so. Ach nee, warum zeigt es mir? Was ist denn das hier alles drin? Das sind die ganzen Pisten und jetzt habe ich hier anscheinend gerade mein ganzes System durcheinander gebracht. Muss ich dich auch noch abbauen hier. Einer das Metallisch abgebaut und den Guss, die Gussbecken und die Tische stehen gelassen. Nee, du sollst nicht doppelt stapeln. Du sollst nur da dran und dann da. Hier kommt dann das Kabel dran. Das war schon wieder zu viel, ich hab was gedacht. Ich bin immer neugierig. Kriegst keine Verbindung. Also muss ich wieder eine extra Line ziehen. Ach, das macht mich wieder irre hier. Oh, das ist ein Spawner, Mann. Ich bin ja froh, dass ich schnell genug So. da wegkomme. Ich sehe auch was drin. Wo war denn hier alle angeschlossen, sag nochmal? Das ist ein Zombie-Pferd. Ja, gibt's bei uns. Ähnlich bei uns. Ich habe gerade Zombie-Pferd bauen lassen. Zombie oben drauf. Ach, hier ist ein Häuschen. Das darf nämlich nicht leuchten, die ganze Mist. Jetzt Ja, weiß ich da aber, ist eine warum ich Hexe glaube, drin. das hatte ich nämlich schon mal. Und nicht die Tür. Ach Mensch, das muss ich jetzt auch noch klären hier. Gut, Enderman sei Dank, huschen wir mal nach unten. So, machen wir mal dich ab Fischer. hier. Machen wir denn noch eine Eisenscharfe. Linie frei? Wir hätten sogar noch eine Line frei. Toll.
Vom Jax hat noch nicht immer ein Bett hier dran liegen. Nee. Hat sie auch nicht. Die ist arm dran, weißt du? Ja, aber drei Fische und eine Eisenschaufel. Ja, wenn schon, denn schon, weißt du doch. So, hier lang, hier lang, hier lang. Und zwar geht's mir erstmal um das hier. Ach du meine Güte. Und das hier, und das hier, und das hier. Und zwar müsste ich das Ganze. Das müsste ich ja alles hier. Gott, und hier ist Kohle. Irgendwie hier lang legen.